Diese Bilder werden die Betroffenen nie vergessen. Das Jahrhunderthochwasser von 2002. Daraufhin wurden im Machland 250 Anwesen freiwillig und in Abstimmung mit den Besitzern in ein sicheres Gebiet ausgesiedelt. Es war eine Herausforderung, menschlich gesehen, die Leute zu begleiten, aber auf der anderen Seite auch Infrastruktur der Gemeinde sofort herzustellen. Wir haben es gemeinsam geschafft. Seinen Platz, der über Generationen überliefert wurde, zu verlassen, das ist kein einfacher. Aber in der Schau nach vorne und nach 9 Hochwassern in nur 10 Jahren waren die Menschen auch bereit dazu, diesen Schritt zu gehen. Und wir haben sie gemeinsam von Bund- und Landesseite hier sehr intensiv begleitet. Ein Torbogen in Hütting erinnert noch an einen großen Bauernhof, den Mannerhof. Ich habe überlegt, ob ich nicht da bleiben sollte, aber dann haben da die Argumente dafür gestimmt. Man muss an die Zukunft von den Kindern denken und alles. Das ist alles schon so nass gewesen. Mein Kind hat schon nur über Atmungsgeräte haben müssen, weil die Mauern so nass waren, von den vielen Hochwässern vorher schon. Und da weißt du am besten, dass wir jetzt im Trockenen sitzen. In Summe wurden rund 94 Millionen Euro an die Betroffenen ausbezahlt für einen Neustart in ein Leben ohne Angst vor Hochwasser.